Hallo Leute, also als allererstes mal vielen, vielen lieben Dank an all diejenigen, die mich abonniert haben. Mittlerweile sind es fast 10.000, natürlich auch an meine anderen Abonnenten, also an alle, die mich schon abonniert hatten. Wie gesagt, heute Mittag habe ich geschaut, es sind fast 10.000, 20 fehlen noch, soweit ich weiß. Das zeigt mir, dass es natürlich auch möglich ist, Abonnenten zu gewinnen, in etwas längerer Zeit natürlich. Ohne jemanden anzuscheiße, ohne über irgendwelche Szenen schlecht zu reden oder ähnliches. Da komme ich aber gleich noch auf jemanden zu sprechen. Was es Neues gibt, oft werde ich gefragt oder sehr, sehr viel werde ich gefragt, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Tierschutzverein? Der Tierschutzverein, nochmal, der besteht. Die Bescheinigung der Gemeinnützigkeit, die wurde wieder abgelehnt. Dieses Mal habe ich sie im Anwalt übergeben, weil ich mittlerweile davon ausgehe, dass die Dame vom Finanzamt das willkürlich macht. Weil ihr meine Nase nicht passt oder keine Ahnung, meine Vergangenheit oder ich weiß es nicht. Wie gesagt, das habe ich jetzt immer Anwalt übergeben. Ich könnte natürlich hingehen, ein Konto eröffnen, damit ihr Geld spenden könnt. Das will ich allerdings nicht, weil dann kommt das Geld ja nicht wirklich dort an, wo es gebraucht würde, also sprich für die Tierlein, sondern dann geht der Großteil dieser Geldspende ans Finanzamt. Und da habe ich keinen Bock drauf, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Deswegen warte ich und werde weiterhin kämpfen und ich werde nicht aufgeben. Aufgabe war noch nie eine Option für mich, bis ich diese Bescheinigung habe der Gemeinnützigkeit. Das zudem. Des Weiteren habe ich noch eine Anzeige bekommen. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch alles dieses Video von mir gesehen hat, dieses Trainingsvideo. Da habe ich auch mal mit dem Nunchaku ein bisschen gemacht. Ich muss dazu sagen, dieses Nunchaku wurde mittlerweile auch beschlagnahmt von der Polizei. Dieses Nunchaku bestehend aus einem Karton, also etwas dicker wie so eine Zewa Vision Wegrolle, also der Karton etwas dicker, ummantelt mit einer mit Schaumgummi, also ein reines Trainingsgerät, was diese Wohnung nie verlassen hatte, bevor ich es nicht abgeben musste bei der Polizei natürlich. Dafür, das hat jemand gesehen von einem Polizist, ein Bulle oder von, keine Ahnung, von was weiß ich wo. Ich weiß natürlich woher, ich möchte ihn jetzt aber namentlich hier nicht nennen, nicht, dass ich da auch nochmal Probleme kriege. Der hat sich in der Pflicht gefühlt, mich anzuzeigen wegen unerlaubten Waffenbesitz. So lautet jetzt der Tatvorwurf. Auch das habe ich meinem Anwalt übergeben. Da weiß ich nicht, was noch kommt. Schauen wir mal, oder? Dann des Weiteren gibt es noch was Neues und zwar, das wird den ein oder anderen freuen natürlich. Es wird von dieser Serie Im Verhör, also sprich Spiegel TV, wird es noch einen vierten Teil von mir geben. Ich weiß, der ein oder andere wird es denken, um Gottes Willen. Aber in der Tat muss das Interesse ja so groß gewesen sein, dass es auch noch einen weiteren, also sprich einen vierten Teil davon geben wird. Wann der kommen wird, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber ich stehe natürlich nach wie vor in Kontakt mit dem Team von Spiegel TV, also sprich mit dem Glas, okay, mit dem Glas jetzt im Moment weniger, weil er noch am Buch schreiben ist, aber mit seinem Vorgesetzten. Also das kann ich euch sicher zusagen, es wird noch ein vierter Teil geben. Wie gesagt, wann, weiß ich nicht. Dann werde ich jetzt sehr, sehr oft gefragt, beziehungsweise mir werden wieder Links geschickt vom Herrn Schlaffer, also vom Philipp Schlaffer, ja, von dir. Du hättest dich wieder negativ über mich geäußert in einem deiner Videos, in so einem Nazi-Dingsbums da, keine Ahnung. Ich habe es natürlich angeschaut. Ich muss dazu sagen, ich schaue oft Videos von dir an, weil im Gegensatz zu dir stehe ich da dazu. Und zwar gibt es dafür natürlich einen Grund. Ich möchte nicht, ihr hier sitze, irgendeinen Dreck verzapfen, nur weil mir irgendeiner was erzählt hat. Nein, ich schaue mir natürlich persönlich an, oft sehr, sehr gerne. Manchmal bekomme ich aber auch diesen Würgereiz, den man bekommt, oder wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Fischdosen aus Schweden, ich glaube, das ist Schweden, da gibt es einen ekelhaften Fisch. Manchmal, wenn ich dich spreche, oder ihn jetzt höre, den Philipp Schlaffer, bekomme ich auch diesen Würgereiz. Ich muss dazu sagen, das hat natürlich was damit zu tun, wer mich persönlich kennt, der weiß, dass ich relativ viel esse und irgendwann muss ja mal eine Bremse reingeschlagen werden und dann schaue ich mir so ein Video vom Philipp Schlaffer eben an. Also hauptsächlich die Dinger, die mir zugeschickt werden, wo ich dann namentlich erwähnt werde. Ich werde so oft gefragt, was ist das für ein Typ in deinen Augen? Und dann sagt, und das will ich euch jetzt sagen, das ist meine persönliche Meinung. Für mich persönlich ist der Philipp Schlaffer jemand, den ich wirklich für sehr, sehr intelligent halte. Für mich absolut manipulativ, intrigant natürlich, klar. Wisst ihr, jemand, der über einen Zeitraum hinweg von über 20 Jahren, aber auch das hatte ich ja schon mal erwähnt,
durchgehend Straftaten begeht. Egal, ob das in der Nazi-Szene, in der Rocker-Szene oder was weiß ich, was der noch alles gemacht hat, war und dann auf einmal einen Heiligenschein auf dem Kopf trägt, ist es für mich einfach nur geheuchelt und gelogen. Die Wahrheit ist, dass dieser Mann, und wie gesagt, das ist immer meine persönliche Meinung, die kann ich ja in einem demokratischen Rechtsstaat, davon bist du ja überzeugt, Philipp, dass das hier ein demokratischer Rechtsstaat ist, da herrscht ja Meinungsfreiheit, also kann ich die ja so ganz klar äußern. Meiner persönlichen Meinung nach ist, du hast versucht, als erstes in der Nazi-Szene massiv Geld zu verdienen. Darum geht es dir nämlich. Das ist meine, wie gesagt, persönliche Meinung. Das hat ja relativ gut funktioniert, laut deiner eigenen Aussage. Du hast ja richtig Geld verdient mit dieser Nazi-Mucke, da, was du da illegal vertrieben hast. So hatte ich das auf jeden Fall verstanden, dass es nicht ganz legal war. Dann hat dir das nicht mehr gereicht. Dann hast du geglaubt, du könntest jetzt hier irgendwie einen Rockerclub gründen. Wolltest natürlich weit über dieses Chapter, was du ja da angeführt hast in Wismar, wolltest hinaus, wolltest dich im großen Club anschließen, also sprich Hells Angels. Dort hattest du dich natürlich aufgrund deiner Arroganz in einer Position gesehen, in die du leider nicht gelangt bist. Aufgrund der Tatsache, weil natürlich da viele, viele intelligente Leute sind, die dich wahrscheinlich auch schon durchschaut hatten. Also hat das nicht funktioniert, da hast du ein bisschen mit Rotlicht versucht, oder? Auch das hat nicht funktioniert. Und letztendlich bist du dann irgendwann mal ins Gefängnis gekommen für die dir vorgeworfenen Straftaten. Ich weiß nicht, ob du sie begangen hast oder nicht, da möchte ich gar nicht drüber urteilen. Spielt aber auch keine Rolle. Und da hast du dann gesehen, scheiße, das hier ist Endstation. Nazis wollen nichts mehr mit mir zu tun haben, weil die hast du ja angeschissen. Im Rockerclub habe ich auch nichts mehr verloren, da komme ich nämlich nicht in diese, da gelange ich nicht in diese Position, in die ich gern gelangt wäre. Also war der letzte Ausweg, jetzt Polizei, um so schnell wie nur möglich wieder aus dem Knast rauszukommen. Also schließe ich mich den Leuten an, also sprich, ich denke, das sind dann meine Freunde, wenn ich da Aussagen mache gegen andere Leute. Und das ist deine eigene Aussage, weil dich ja jemand angeblich zuerst angeschissen hat. Auch das kann ich nicht beurteilen, aber ich habe schon oft gesagt, nur wegen einem Verrat an mir werde ich nicht selbst zum Verräter. Gut, das hast du für dich so entschieden, gut ist. Was für mich aber überhaupt nicht nachvollziehbar ist, du startest irgendwann mit Präventionsarbeiten, also sprich irgendwelche Jugendlichen abzuhalten davon, sich irgendwelche Nazi-Gruppierungen bzw. auch Rocker-Gruppierungen anzuschließen. Warum, wenn du das wirklich vorhast, finde ich das ja ein guter Zug. Das hättest du aber allerdings auch alles machen können, wenn du deine Haftstrafe abgesessen hättest, also komplett, wahrscheinlich wäre die höher ausgefallen, hättest du nicht angeschissen. Für mich ist nicht nachvollziehbar, wie jemand so einen Weg geht, den kann man ja auch gehen, und das versuche ja ich jetzt gerade, ich versuche es in Bezug mit Kindern, auch mit benachteiligten Kindern, aber jetzt mal ganz im Ernst, solche Jugendliche haben doch mehr Respekt vor jemandem, so denke ich zumindest, wenn sie wissen, der Typ hat die Fresse gehalten, der hat dann erkannt, dass es eventuell nur der falsche Weg war, den er gegangen ist. Das hat nichts mit Rockerszene zu tun. Ich bin für mich den falschen Weg gegangen. Wie gesagt, das hat nichts mit Clubgehörigkeit zu tun oder sonst irgendwas. Club-Dazugehörigkeit. Jetzt hast du natürlich einen Haufen Abonnente, weil in diesem Land ist es nun mal so, oder der Mensch ist, und das ist auch meine persönliche Meinung, nun mal so strukturiert, dass der Großteil der Leute, das ist mein Empfinden, einfach sind wie Schafe. Jetzt kommt jemand wie du, erzählt paar schöne Geschichten, weil, wie gesagt, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, doof bist du mit Sicherheit nicht. Und die Leute feiern dich da dafür. Warum gehst du nicht hin? Erklärst erstens, ja, natürlich schaue ich mir die ganzen Videos vom Janis oder von den anderen, die ich jetzt hier namentlich nicht nennen möchte, an. Das tust du nämlich, das weiß ich ganz sicher, ohne arrogant und eingebildet zu klingen. Nein, im Gegenteil, du tust dann immer so, als, ach, ich habe die Videos ja nicht, ich schaue mir das ja nicht an. Natürlich schaust du dir das an. Wenn du dir die Zeit nimmst, das Buch vom Perser, der ja artähnlich agiert wie du oder agiert hatte, bis auf das, dass er bisher noch keinen YouTube-Kanal aufgemacht hat, wenn du die Zeit hast, dieses Buch zu lesen, von dem ich ausgehe, dass der Inhalt deinem Buch entspricht, ich habe beide nicht gelesen, würde ich auch nicht machen, ganz ehrlich, die Zeit hätte ich nicht, mir so einen Dreck reinzutun. Ich habe das eine vom Uli, Bad Boy Uli gelesen. Das hat mir gereicht. Ich gehe davon aus, dass diese zwei ähnlich aufgebaut sind, also die Bücher von euch. Deswegen habe ich auf so einen Dreck keinen Bock, ganz ehrlich. Ist mir viel zu dumm. Wieso gehst du jetzt noch hin und verurteilst bzw. schlachtest sämtliche Motorradclubs wie Bandidos, Hells Angels, um das mal namentlich zu nennen, oder Gremium,
so dermaßen aus, was haben die Leute denn dir getan? Einfach nur beleidigt, weil du nicht, du kommst mir vor wie so ein kleiner Junge, ganz ehrlich. Ein kleiner Junge ist so, Mama, Mama, kann ich den Lolli haben? Nein, den bekommst du jetzt nicht. Und dann wird das Kind bockig. Und so kommst du mir vor. Das ist nicht böse gemeint, oder? Vielleicht klärst du mich ja in einem deiner nächsten Videos auf. An mir wäre es am liebsten, würde ich meinen Namen gar nicht mehr nennen. Du kannst auch Scheiße weiter erzählen. Ich meine, die Leute, die so leben wie ich oder gelebt haben wie ich, die glauben dir sowieso kein Wort. Diese Leute, die du da unterhältst da mit deinen ganzen Geschichten, ich denke, dass die Art ähnlich strukturiert sind wie du. Und ich glaube auch nicht, du hast mal erwähnt, du hättest einen Polizist als deinen Freund. Ich glaube nicht, dass das wirklich dein Freund ist. Also ich glaube nicht, dass er das so empfindet, dass er dein Freund ist und du ja wirklich selber auch nicht. Weil wenn du in dich reinschaust, weil ich bin davon überzeugt, würde heute was Artähnliches wie ein Adolf Hitler wieder auf an die Macht kommen, nur um den Namen nicht zu nennen, hoffentlich nicht, Gott sei Dank ist dieses Stück Scheiße verreckt, aber würde so jemand an die Macht kommen, wärst du und dein Kollege, den du dir noch mit ins Boot geholt hast, hier den Nazi-König aus Köln, ich weiß ja den Namen, aber der hat ja bisher noch nicht negativ über mich gesprochen, deswegen lasse ich den jetzt erstmal namentlich weg, wärst du der Erste, der dort aufspringt auf den Zug, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Davon bin ich felsenfest überzeugt, weil du bist wie eine Fahne im Wind. Wenn es Geld bringen würde, würdest du auch das machen. Und du übrigens, oder dieses Angebot, was du bei Pro7 gemacht hast, hier Yankee Crime, das hatte ich auch, das habe ich natürlich schwarz auf weiß, ich bin ja kein Idiot, sowas behalte ich natürlich auf. Habe ich abgelehnt aufgrund der Tatsache, weil es für mich nach wie vor in Deutschland keinen Rockerkrieg gab. Und so einen Dreck werde ich natürlich dann auch nicht erzählen, weil du sprichst ja bei jeder kleinen Auseinandersetzung zwischen irgendwelchen zwei Motorradclubs, ist ja für dich sofort ein Krieg, oder was ja auch für mich ein Blödsinn ist. Vielleicht solltest du mal darüber nachdenken, das musst du ja mit Sicherheit wissen, alles was verboten wird, reizt ja viel mehr zu machen. Also wenn du stets und ständig deinen Jugendlichen oder deiner Community erzählst, dass das alles scheiße ist, was diese Rockerclubs machen, hast du dir schon mal überlegt, dass da einige Jugendliche dabei sind, wo denken, oh, das will ich jetzt unbedingt sehen. Verstehst du, was ich meine? Jetzt soll es mit dir gewesen sein. Ach so, noch ein kleiner Tipp von Tierfreund zu Tierfreund, oder? Vielleicht solltest du in Zukunft weniger besoffen nach Hause kommen. Dann verwechselst du nämlich nicht Leckerli für deinen Hund, was für mich ja Kinder sind, behauptest du auch von dir. Dann verwechselst du die Leckerli nicht mit Medikamente und dann wird auch keiner von deinen Hunden sterben müssen oder fast sterben müssen, was für mich sowieso nicht nachvollziehbar ist. Das auch nicht. Wie kann man denn, wenn man so tierlieb ist, wie du ja behauptest von dir selber, wie kann man sich denn ein Haus, du hast ja ein Haus, ich lebe ja nur in der Wohnung, aber bei mir musste noch kein Hund in der Hundebox in der Wohnung drinnen leben. Das sind alles Dinge, wo es für mich nicht nachvollziehbar sind. Gut, das musst du selber entscheiden. Ich hoffe, dass solche Leute wie du keine Hunde halten dürfen. Das wäre mir am allerliebsten, weil ein Hund sollte eigentlich, oder beziehungsweise ein Haustier sollte eigentlich sein wie ein Kind. Und meine Kinder schlafen bei mir im Bett, so einfach geht das. Und nicht in irgendwelche Boxen und die werden auch nicht gefüttert mit irgendwelchen Medikamenten, von denen du dachtest, dass es Leckerli sind. Das Video hast du ja gleich wieder rausgenommen. Natürlich ist das Video immer noch vorhanden, das ist ja klar. Ich frage mich, wieso hast du das dann rausgenommen? Wieso lädst du sowas hoch und dann nimmst du es auf einmal wieder runter? Lass es bei dir wieder hoch. Wenn du doch so ein Tierfreund bist, dann kannst du zu dem Fehler aufstehen. So Leute, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich habe mich jetzt hier nett schön ausgekotzt, oder? Aber wie gesagt, am besten ist, mich gar nicht mehr in den Mund zu nehmen. Mach du dein Ding weiter. Ich mache meins so, wie ich es mache und fertig. An all meine Abonnenten und den, möchte ich von ganzem Herzen nochmal Danke sagen für den unglaublich netten Support. Auch dafür, dass das Buch jetzt auf einmal zahlreich gekauft wird. Bitte vergesst nicht diese Rezension bei Amazon, Google oder auch Hugendubel oder egal wo auch immer das Buch erhältlich ist, zu schreiben. Dafür danke ich euch im Vorfeld. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich melde mich wieder, sobald ich weiß, sobald es etwas Neues gibt. So Leute, alles Gute für euch. Dankeschön, tschüss.